Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen tatsächlich endlich mal wieder Feuerrote Edition Pokémon Nuzlocke Challenge. Und unsere Aufgabe besteht jetzt hier drin, diesen Weg frei zu machen, ja? Denn, wie schon damals angesprochen, die Feuerwehr kann zum Beispiel gar nicht durch. Und dieses fette Biest hier versperrt den Weg. Deswegen wecken wir das einfach auf. Und es ist natürlich dann komplett enraged und will uns töten dafür, weil wir es aus dem Schlaf einfach aufgeweckt haben. Es ist bummig und greift verschlafen an. Deswegen müssen wir uns jetzt hier wehren, ja? Selbstverteidigung nennt man das. Und wer ist perfekt dafür geeignet? Level 30 übrigens. Ich weiß nicht, soll ich es mit Dione probieren? Hat mich ja im letzten Part schon ordentlich überzeugt. Richtig guter Angriff. Schade übrigens, dass Geowurf doch nicht mit dem Gewicht des Gegners skaliert. Das wäre sehr lustig gewesen, weil Relaxo natürlich extrem schwer ist. Wir probieren es trotzdem aus, Geowurf. Ich dachte immer, das liegt an dem Gewicht des Gegners, aber scheinbar ist das nicht so, sondern in der Beschreibung steht das nicht an dem Level des Anwenders. Also 26 in meinem Fall. Und hier sehen wir wieder die berühmte Relaxo-Schlaf-Kombination mit der Maronenbeere. Wird aufgeweckt. Na gut, dann machen wir einfach Fußkick oder ist Karate-Schlag geiler. Nee, ich glaube, Fußkick ist geiler, oder? Das weiß ich gerade nicht. Um das zu analysieren, blicken wir einmal in den Bericht. Fußkick hat nichts. Tritt der massigen Gegnern. Oh, das ist natürlich auch richtig cool gegen Relaxo. Und Karate-Schlag 50. Gute Möglichkeit, einen Volltreffer zu landen. Okay, Karate-Schlag also eher gegen solche Leichtgewichte wie Smetbo oder so. Und Fußkick ist hier natürlich richtig prädestiniert gegen Relaxo, der die ganze Zeit nur am Relaxen ist. Chillerino hätte man ihn auch nennen können. Das macht richtig gut Schaden, wenn man mal berücksichtigt, wie viel HP Relaxo eigentlich hat. Okay, Dione, du bist richtig geil drauf, muss ich sagen. Ich glaube, du hast dir einen Stammplatz in meinem Team verdient, ja? Du begeistert mich schon viel mehr, als Tarkek es jemals getan hat. Keiner mochte Tarkek. Relaxo hat sich wieder beruhigt, es geht und läuft in die Berge zurück. Was für Berge? Hier sind keine Berge in der Nähe. Route Nummer 11. Ja, hier gibt es jetzt eigentlich nichts mehr. Das nächste, was wir machen müssen, ist nach Saffronia City zu marschieren. Hier haben wir gegen die ganzen Leute schon gefightet. Das war relativ am Anfang dieses Let's Plays, irgendwie Part 15 oder so. Naja, gut. Orania City. Wir können mal ein paar Sachen verkaufen übrigens. Wir waren schon lange nicht mehr in der Stadt. Deswegen verkaufen wir mal Zeug, das wir nicht mehr brauchen. Was gibt's denn hier alles, was man verkaufen kann? Fangen wir von oben an in der Liste. Paralla brauchen wir noch. Sonnenbonbon brauchen wir noch. Können wir auf die Bank packen. Fluchtseil brauchen wir noch. Mondstein können wir auf die Bank packen. Äther füllt AP auf. Ist eigentlich sinnvoll, okay. Schattenglas. Unlichtattacken. Okay. Top-Äther. Aufwecker. Aufwecker brauche ich zum Beispiel nicht mehr, weil ich ja die ultimative Pokémon-Flöte habe. So, zack. Schutzband. Brauche ich eigentlich auch nicht. 100. Oh, das bringt richtig viel, ey. Das war richtig viel wert. Nugget kommt auf jeden Fall weg. X-Treffer kommt weg. Da. Oh, AP Plus ist eigentlich auch cool. Mal gucken, ob wir das irgendwem geben können. Und was kaufen wir noch? Ein paar. Ach, hier gibt es nur normale Bälle. Scheiße. Ja, ein paar Supertränke können wir kaufen. Sagen wir mal 20. Wir haben ja so viel Geld, ey. 71.000! So viel Geld, ey. So, das haben wir erledigt. Dann können wir es nochmal eben heilen hier im Pokémon Center. Einfach so, um die AP unserer Pokémon ein bisschen aufzufüllen. Oh, das schöne Orania City Pokémon Center. Lange sind wir nicht mehr hier gewesen. Sehr schön, eine Regeneration. Eine Regeneration. Komm jederzeit wieder vorbei. Okay, so. Alles hier erledigt, was es zu erledigen gibt. Man könnte hier theoretisch noch angeln, glaube ich, aber ich bin mir unsicher. Deswegen mache ich es vorsichtshalber mal nicht. Und hier gehen wir direkt jetzt in Richtung Saffronia City, denn wir kommen da inzwischen schon rein. Dieser Typ hier lässt uns durch. Hallo, danke für die Erfrischung. Ja, wir haben dem nämlich Tee gegeben. Und hier sind wir in Saffronia City und wir sehen schon, Team Rocket ist hier auch. Wenn wir erst die Silph Co. unter Kontrolle haben, können wir in der ganzen Welt mit Pokémon handeln. Klingt eigentlich gar nicht so kriminell. So, heilen wir uns auch hier nochmal. Einfach nur aus dem Grund, damit wir überhaupt hier hinfliegen können. Weil ich glaube, das liegt daran, ob man das Pokémon Center hier aufgesucht hat. Nur dann kann man diesen Ort auch als Zielort eines Flugpunktes auswählen. So. Hätte ich mir eigentlich die Heilung in Orania City auch sparen können. Was steht denn hier drauf? Tipps für Trainer. Der Superball erhöht die Fangquote. Probiere ihn bei Pokémon aus, die schwer zu fangen sind.
Wahnsinn, diese Information, nicht? Silvco Bürogebäude. Er hält ein Nickerchen. Okay, dann ist hier die Arena blockiert. Au, pass auf, wo du hintrittst. Pokémon-Trainer, Fanclub, die Namen von Trainern sind auf dem Schild eingeritzt. Kann man hier was bekommen? Rocco ist einfach giga cool. Daran gibt es keinen Zweifel. Ich möchte auch gerne so ein Kerl sein. Oh, giga cool, was ist das denn für ein Wort? Wir alle hier sind Fans von Pokémon-Trainern. Wie sie im Kampf auftreten, sie sind der Inbegriff von Coolness. Wenn du weiterhin gewinnst, kann es sein, dass wir hier über dich sprechen. Ich frage mich, ob ich eines Tages auch ein cooler Trainer sein werde. Ich glaube nicht. Ich denke, dass kämpfende Trainer cool sind. Denkst du genauso? Okay, hier gibt es einfach nichts. Das ist einfach nur ein Haus, in dem es nichts gibt. Na gut. Wahrscheinlich reden die irgendwann mal tatsächlich über uns. Diese Stadt, vor allem das Silvco-Gebäude, ich mag sie nicht. So, und wir haben hier zwei Pokémon-Arenen. Was ist hier überhaupt nur los? Ist das überhaupt möglich? Dachte man sich damals, aber man weiß natürlich, was es damit auf sich hat. Geh aus dem Weg, oder muss ich dir wehtun? Das hier ist nämlich die echte Pokémon-Arena, da kommen wir aber noch nicht rein, bevor wir nicht das Team Rocket hier vertrieben haben aus dem Silvco-Gebäude. Aber wir können in die Kampfarena hier theoretisch rein. Saffronia City, die goldglänzende Handelsstadt im Zentrum von Kanto. Na gut, fighten wir hier in der Kampfarena mal. Ich bin gespannt, welches Level die Dudes hier überhaupt haben. Du sollst sehr gut sein, beweise es mir. Wenn die jetzt hier mit irgendwie Level 40 ankommen, dann sehe ich das ein bisschen problematisch. Zwei Pokémon, Schwarzgurt Satoru Iwata mit Geradax. Level 32. Okay, das ist zwar schon hoch, aber durchaus noch im Rahmen des Schaffbaren. Ich traue mich allerdings nicht mit Dione hier zu kämpfen, um ehrlich zu sein. Ich schicke mal lieber Nereide in den Kampf. Die gute alte Nereide darf auch mal wieder hier fighten. Und damit wahrscheinlich auch ein Level-Up bekommen. Denn Level-Ups mag jeder. So, Eisstrahl. Ich hoffe, das reicht in einem One-Hit. Das wäre nämlich echt giga-cool. Wie wir gelernt haben, was hier das Wort des Tages ist. Giga cool, einfach nur. Oh, ja, hat leider nicht gereicht. Enttäuschend, ja. Enttäuschend einfach nur. Komm, jetzt sterb doch mal. Man bekommt hier übrigens als Belohnung, wenn man das in die Kampfarena hier macht, nicht den Orden der Stadt, den gibt's bei Sabrina, sondern man bekommt hier die Auswahl zwischen Pokémon, die man bekommen möchte. Entweder Nocturne, was wir bereits haben, oder Kikli. Und ich glaube, der Randomizer hat die auch nicht geändert. Denn wir haben auch Evoli einfach so bekommen. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob das random ist oder nicht. Regentanz brauche ich nicht unbedingt. Weg mit dem Dreck. Nein, nicht erlernen, ja. Hier fragen sie doppelt, ne? Naja, so Knilz kommt in den Kampf. Ich könnte mit Eisstrahl sehr effektiv treffen, aber ich möchte lieber jemandem anderen noch die Chance geben, hier zu fighten. Nämlich Hydra. Hydra trifft auch sehr effektiv. Und das ist doch cool. Früher war ich total irritiert, als ich das erste Mal als kleiner Knirps in Saffronia City gelandet bin und ich dachte, hey, aber die Arena, ich habe gar keinen Orden bekommen. Muss wohl ein Fehler im Spiel sein. So habe ich schon damals gedacht. Doch dann stellte sich heraus, die echte Arena ist nur blockiert. So wie in Vertania City, da ist die Arena ja auch blockiert. Die Tür ist einfach abgeschlossen. Warum das wohl so ist? So, Satoru Iwata hatte keine Chance. Schiedsrichter, einen Punkt. Einen einzigen nur? Das waren mindestens 100 Punkte, die ich hier bekommen habe, oder? So, fighten wir noch gegen die anderen Boys hier. Hiya! Unbefugten ist der Zutritt zu unserem Kampf-Dojo verboten. Warum? Warum ist er verboten? Nimmt ihr keine neuen Mitglieder auf eigentlich? Was seid ihr denn für eine elitäre Gruppe, ey? LOL! Der eine hieß Iwata und der hier heißt Shigeru. Shigeru Miyamoto? Sind die alle benannt nach Nintendo-Koryphäen hier? Azuril? Und ich dachte, das wäre Zufall, aber das ist tatsächlich kein Zufall, wie es aussieht. Das ist ja ein lustiger Fun-Fact. Den wusste ich gar nicht. So, ich kann eigentlich machen, was ich will gegen Azuril. Wahrscheinlich kann Fenrir das sogar selber schaffen. Wird aus Fenrir in dieser Stelle ein Mann? Rutenschlag? Oh. Er hält aber so viel aus. Fenrir, ey. Und der gibt auch keine Erfahrungspunkte. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich einfach nicht. Wechseln wir lieber mal zu Sinope. Komm, Sinope, du darfst doch sehr effektiv treffen.
Also ich bin begeistert, ja, von dem Gag, den die Entwickler hier eingebaut haben mit Satoru und mit, wie hieß er jetzt hier? Weiß ich, schon vergessen. Ja, Kurzzeitgedächtnis schlägt wieder mal zu. Aber mit den Namen der großen Nintendo-Leute. Shigeru hieß er. Keine Ahnung, wen wir hier jetzt noch treffen, wie die anderen zwei heißen. Die haben wahrscheinlich auch Namen aus, die man kennen sollte, wenn man Nintendo-Fan ist. Mal schauen, ich bin gespannt. Irgendwie so, weiß ich nicht. Slam! Einfach nur Slam! Oh, das macht gar nicht mal so wenig Schaden dafür, dass du ein Azuri bist? Wow! Ich glaube, Slam ist davon abhängig, wie groß der Schwanz ist. Weil das ist ja eine Attacke, die mit dem Schwanz ausgeführt wird. Naja. Und das... Wehe, du machst irgendeinen Scheiß jetzt. Oh nein, verdammt, ich habe Lapras wieder drin. Desbukta kann mich sehr effektiv treffen, wegen dem Eis-2-Typ, den Lapras hat. Oh mein Gott. Aquaknarre, bitte mach keinen Scheiß, Desbukta. Fuchtler. Okay. Noch eine Aquaknarre, wenn die trifft, dann bist du tot, ja? Das muss auf jeden Fall hier durchkommen. Das ist super wichtig. Wenn jetzt irgendwie Steinkante macht oder so ein Scheiß, dann wäre ich... Oh nein, oh nein. Okay, nochmal Fuchtler. Oh mein Gott. Soll ich es nochmal probieren? Oder ist das zu riskant, ey? Oh mein Gott. Hat das eine 100% Trefferquote? Hat das eine 100% Trefferquote? 100. Okay, dann machen wir das nochmal. Weil wir sind ja schneller gewesen und eigentlich müsste das auch hier treffen. Oh Gott, ey, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ey, die Desbota, ey, jedes Mal habe ich so Schiss vor denen, weil die auch die brutalsten Attacken im Spiel immer haben, ey. Machomai, auch der noch. Wechseln wir mal lieber. Ich möchte hier nicht drin bleiben mit dem. Hydra ist sehr effektiv. Übrigens, Machomai passt thematisch sehr gut in diese Kampfarena hier rein. Camillo wurde hier übrigens auch ausgebildet. Also Camillo im Sinne von der Arenaleiter von Faustau Hafen City, den wir in Saphir ja auch schon vermöbelt haben. Ein Sandsturm tobt. Das ist mir komplett egal. Ich sollte mich wahrscheinlich gleich sogar nochmal heilen, bevor ich es mit dem nächsten Gegner aufnehme, weil dieses Despota hat ja schon wieder ordentlich hier Schaden angerichtet. Immer diese Despotas, ey. Das sind die Schlimmsten. Die Schlimmsten der Welt. Attacke ging daneben. Wer hätte das gedacht? Sandsturm ist mir egal. Das trifft mich sogar, obwohl ich in der Luft bin. Das wusste ich ja gar nicht. So, Machomai sollte auf jeden Fall nach dieser Fliegenattacke keine Lebenspunkte mehr haben. Sehr schön. Dieser Grinsetyp, ey. So, Machomai, keine Chance. Aber einiges an Erfahrungspunkte bringt das. Sehr cool. Voll gut, Shigeru Miyamoto. Uff, ich gebe auf. So, heilen wir uns mit Tränken? Oder mit anderem Zeug? Sind alle Pokémon angeschlagen? Oh, komm. Sind alle Pokémon angeschlagen oder nur Lapras? Eigentlich nur Lapras. Okay, dann benutzen wir einen Trank. Top-Trank? Okay, Top-Trank. Sonst hätten wir 4 Supertränke benutzen müssen oder so. Was ja schon eine ziemliche Anzahl ist, nicht? So, fighten wir hier noch mit dem anderen Boy. Keine Herausforderung ist mir zu hart. Ich zertrümmere Steine mit bloßen Händen. Das ist richtig. Das ist richtig. Und wie heißt du? Edmund. Schwarzgut Edmund. Neben Shigeru und Iwata. Passt nicht ganz rein, würde ich mal sagen. Warum? Sind denen die lustigen Namen ausgegangen oder kenne ich eine Sache hier nur nicht, die sonst jeder kennt? Weil eigentlich passt Edmund jetzt nicht unbedingt da rein in dieses Schema der Namen in dieser Arena. Naja, Knilz sollte eigentlich auch keine Chance haben. Wie, du paralysierst mich. Megasauger, das sollte mir relativ egal sein. Das kann eigentlich gar nicht viel Schaden machen. 2 Punkte. 2 Punkte nur. Hättest du dir auch sparen können, ja? So, fliegen. Dann ist auch deine Zeit hier abgelaufen, ja? Kopflos gegen voll daneben. Du bestehst eigentlich auch nur aus dem Kopf, ey. So, Knilz, keine Chance. Dieser komplette Trainer war einfach nur Zeitverschwendung, ja. Bringt er nicht mal Erfahrungspunkte. 500, was ist das denn? So wenig. Au, ich habe eine Prellung. Ja, du, komischer Typ. So, gegen den letzten Boy fighten wir auch noch hier. Und gegen den Chef erst das nächste Mal. Aber ihn hier machen wir heute noch platt. Stopp!
Zieh deine Schuhe aus. Ach so, weil man auf die Kampffläche hier nicht mit Schuhen darf. Okay, verstehe ich. Und du heißt Melvin. Der berühmte Melvin von dem Pokémon Company oder von Nintendo. Wer kennt ihn nicht? Saganabis wird in den Kampf geschickt. Das sieht mir nach einem Wasser-Pokémon aus, wenn ich raten müsste. Und deswegen darf Lapras ihn gerne mal schocken, ja? Nereid, tu dein Bestes. Aquavelle. Bestätigt nur meine Vermutung, dass du ein Wasser-Pokémon bist. Schockwelle! Ist besser als Aquavelle, obwohl beides Wellen sind. Oh ja, wesentlich besser als Aquavelle. Gibt's sonst noch Wellen in diesem Spiel? Ultraschallwelle. Aber das heißt einfach nur Ultraschall. Na gut. Saganabis? Oh nein! Achso, ich dachte Konfusion würde mich verwirren, aber da habe ich gerade irgendwas verwechselt. Ah, so, Saganabis schon mal keine Chance gehabt hier. Zwei Pokémon sind noch auf der Liste, die noch getötet werden wollen. Zum Beispiel Nidoking. Ich weiß nicht, wieso du dich für ihn entscheidest in diesem Fall, weil das ist nicht typtechnisch zu deinem Vorteil, aber das wirst du jetzt auch selber erfahren, ne? Mit einer richtig schönen Aquaknarre. Sehr effektiv, sage ich dazu, ja. Giftstachel bitte nicht vergiften, das wäre toll. Sehr gut. Raupi ist übrigens nicht giftig, aber Hornliu schon. Das steht auf einem Schild im Vetania-Wald oder irgendein Teenager hat einem das da gesagt. So, das letzte Pokémon ist Hundemon. Das Digimon, das einzige Digimon in der Pokémon-Welt ist Hundemon. Und den können wir auch mit einem richtig schönen Aquaknarre hier plätten, ne? Hundemon. Dieser Typ hat auch überlebt. Verdammt. Aber zwei Attacken reichen aus, um den hier von der Bildfläche zu fegen. So, alle hier aus der Arena raus, ja? Alle, die verloren haben gegen mich, raus. Raus, sofort raus hier. Und dann fighten wir gegen den Endboss hier. Gegen den Dojo-Meister hier. Gegen Meister Muten Roshi oder wer das ist. Fighten wir dann das nächste Mal. Und dann holen wir uns auch einen dieser beiden Pokebälle, die hier liegen. Ich bin gespannt, was wir da so bekommen. Ob es wirklich Random-Pokémon sind oder ob es die Standard-Pokémon sind. Kikli und Nocturne. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Denn es wird auch das nächste Mal episch. Bis dann, Leute. Und tschüssi, Kowski.